Hallo, hinterm heutigen Türchen verbirgt sich gleich eine ganze Reihe, und zwar die Reihe um Kommissario Krauner von Lenz Koppelstädter. Worum geht es? Es handelt sich um eine Regionalkrimireihe aus Südtirol, deren verschiedene Bände immer in verschiedenen Gegenden Südtirols spielen. Der sechste Band erscheint jetzt im Januar 2021. Wer sind die Hauptpersonen? Ermittelnder Kommissar ist Johann Krauner. Er ist neben seinem Beruf bei der Polizei auch noch Viehbauer oben im Eisacktal. Er hört beim Melken immer Gustav Mahler und bei uns würde man sagen, er ist so ein richtiger Bruttler. Er liebt Traditionen und die Ruhe der Natur. Sein Assistent ist Claudio Saltapepe, der aus Neapel nach Südtirol strafversetzt wurde. Sein Heimweh hört auch nie auf. Er ist so ganz anders wie Johann Krauner. Er ist ein richtiger Stadtmensch, ein typischer Italiener. Er legt sehr viel Wert auf sein Äußeres. Und die beiden sind eigentlich wie Hund und Katz. Aber so im Laufe der Bände werden sie doch beruflich ein ganz gutes Team. Was gefällt mir am besten? Der Autor kommt selber aus Südtirol. Das merkt man auch immer ganz deutlich, denn er zeigt einem in Südtirol abseits des Tourismus. Dieses authentische Südtirol ist immer präsent in seinen Büchern. Die wunderschöne Gegend und die Einheimischen spielen immer eine ganz wichtige Rolle. Die Reihe hat es mir auch angetan, weil sie sich sprachlich von anderen Regionalkrimis abhebt. Der Autor erzeugt eine mystische, düstere Stimmung, was so im Gegensatz zu dieser wunderschönen Gegend steht, aber natürlich zum Krimi-Genre passt. Was brauche ich dafür? Am besten ein Gläschen Wein, zum Beispiel ein Gewürztraminer.